Nichts ist unmöglich. Den Werbeslogan des Autoherstellers hat die mutmaßliche Unfallfahrerin eines silbernen Toyotas etwas zu wörtlich genommen. Am frühen Sonntagmorgen des 23. Juli bog der Kleinwagen laut Polizei mit erhöhter Geschwindigkeit von der Schöneberger Hauptstraße in die Dominikostraße ab, fuhr dabei nur noch auf den beiden rechten Rädern, überschlug sich und rutschte in den Eingangsbereich eines Spätis. Kaffeebesitzer Dosun Orhan hat den Unfall gesehen. Ja, ich habe gesehen. Ich war morgen früh um 5.30 Uhr, weil ich bin immer im Laden gewesen, für 3 Uhr. Und wollte ich kurz draußen eine Frischluft nehmen. Und da war 5.35 Uhr, da ein Auto steht da vorne und der war ganz schneller. Und der hat gescheut, erstmal gebremst, hier genau in der Mitte gebremst. Und da kam noch ein Auto. Und dann hat er gelenkt ans links und ans Seite gefahren gegen Laterne und dann drin in den Laden gewesen. War das ein Schock für Sie? Das war richtig Schock, wirklich. Ich dachte, die beiden war Sturm und da kam der Fahrer kam raus von sich alleine und ich habe sie nicht gesehen, aber kommt 5 Minuten später, sie kommt auch von anderer Seite raus im Auto. Das habe ich schon gesehen. Dann habe ich meine Kollegin gesagt, ich habe gesagt, schneller ruf mal die Polizei an, Erste Hilfe und sowas. Dann haben wir gleich angerufen und kam der alle. Als Ali Şengül einen Anruf bekam, dass etwas passiert sei, eilte er sofort zu seinem Späti, den er seit mehr als 10 Jahren führt. Der Laden ist nach wie vor geschlossen und der Schock sitzt Ali Şengül noch immer in den Knochen. Die ersten Gedanken glaubt man einfach nicht. Des Zweites war wirklich wieder Diebstahl. Das kann automatisch, ob man will oder nicht, in die Gedanken. Und drittens war eine Schlägerei gewesen. Da habe ich erstmal das gedacht. Und wo ich hier vor dem Laden gestanden, dann habe ich gemerkt, dass es wirklich ein richtiger Unfall ist. Und dann geht man in die Polizei ran, was da wirklich passiert ist. Und waren Sie geschockt? Waren Sie wütend? Was war so eine Emotion bei Ihnen? Erstmal harmlos. Man guckt einfach, was wirklich passiert ist. Und zweitens, dann kommt die Idee oder Gedanken, was mache ich jetzt? Wer zahlt eigentlich bei so einem Unfall? Die Haftpflicht oder die Kfz-Versicherung? Gibt es eine Höchstgrenze der Schadenssumme? Wir fragen nach beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV. Also der Gesetzgeber gibt hier ganz klar den Rahmen vor. Es gibt sogenannte Mindestdeckungssummen. Die liegen bei Personenschäden bei 7,5 Millionen Euro und bei Sachschäden bei 1,22 Millionen Euro. Aber es ist so, dass sehr viele Kfz-Versicherer einen deutlich, deutlich größeren Schaden begleichen würden im Fall des Falles. Und ehrlich gesagt ist mir kein Fall bekannt, wo die Deckungssumme nicht ausgereicht hätte. Der Schaden am Späti wird in die Tausende Euro gehen. Die Scheibenfront wurde komplett eingedrückt, das Chaos im Laden so gut es ging aufgeräumt. Aber öffnen kann Ali Şengül seinen Laden erst wieder, wenn alles repariert ist. Jeden Tag einen Verlust heißt es für mich eine Kundschaft weg. Und das muss ich erstmal denken. Und deswegen, ich bin derjenige, der betroffen und deswegen muss ich das die Druck schnell wie möglich. Momentan ist der Laden ja geschlossen. Warum können Sie denn jetzt nicht neu eröffnen, obwohl noch nicht alles wieder intakt ist? Erstmal ist die Sicherheit. Die Sicherheit gibt es nicht mehr. Wegen erstmal die Alarmsysteme, die Scheiben. Da ist schon große Lücke. Und das ist eine Einladung, wenn ich jetzt öffne. Deswegen kann ich nicht. Und denken Sie denn oder können Sie abschätzen, wie viel Geld, wie viel Einnahmen Ihnen da pro Tag jetzt fehlen durch die Schließung? Von Geld her weiß ich nicht. Mir ist erstmal das wichtig, dass ich gleich öffnen kann. Von Geld her weiß ich nicht. Schätze ich, kann ich nicht. Weil es ist eine andere Branche, Baubranche, Glasereibranche, ganz andere Branche. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, was das kosten soll.
Unklar ist, wer den Unfall überhaupt verursachte. Nach Meldungen der Polizei gaben gleich zwei Frauen an, dass sie den Unfallwagen fuhren. Beide stark alkoholisiert. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher immer noch andauern. Der Hals blutet. Ich lebe noch, aber der tropft sehr leicht. Ist Ihnen denn schon mal sowas Ähnliches passiert? Also wurde schon mal eingebrochen? Hatten Sie hier schon mal so eine Art Unfall oder ist das wirklich das Einzige zum Glück bislang? Einzige ist es nicht. Eingebrochen ist schon einmal passiert. Den habe ich selbst finanziert. Danach habe ich den Versicherung machen lassen. Und wann hoffen Sie, dass da kein Spanholz, sondern wirklich wieder die alte Scheibe dann drin ist? Das schätze ich mal so unter 4 Wochen nicht. Danach, mal sehen. Die sagen immer die Datum, aber manchmal stimmt nicht. Es kann passieren. Haben Sie denn eigentlich noch die Autofahrerin hier getroffen oder sind Sie sich nicht begegnet? Also unter 4 Augen habe ich noch nicht gesehen. Was würden Sie ihr gerne sagen? Weiß ich nicht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich will daran gar nicht denken. Vielmehr beschäftigt den Späti-Inhaber, ob und wann er das Geld für die nötigen Reparaturen bekommt. Der Verkehrsopferschutz ist in Deutschland sehr gut geregelt. Das heißt, hier muss der besagte Späti-Besitzer nicht sich darum sorgen, dass die Haftpflichtversicherung des Autofahrers den Schaden nicht ersetzen würde. Das macht sie auf jeden Fall. Sprich, der ist auf der sicheren Seite. Die nächste Frage ist natürlich, wer der Halter des Fahrzeugs ist, weil die Kfz-Haftpflichtversicherung schließt der Halter des Kfz ab. Und da wird es nur einen Halter geben und der wird sicherlich auch sehr schnell festzustellen sein. Sprich, die Frage, wer ist gefahren, ist erstmal nachrangig. Ja, dann zur Frage der Überbrückung. Bis die endgültige Schadenhöhe, also all das, was an Schaden entstanden ist, feststeht, kann der Versicherer auch Vorschüsse zahlen. Bis dahin bleibt der Späti von Ali Şengül geschlossen. Aber der 54-Jährige gibt die Hoffnung nicht auf, bald wieder für seine Kunden da zu sein.